So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Fidikatos World. Und zwar möchte ich euch das Plugin Spictate vorstellen und auch zeigen, wie es funktioniert. Viel einzustellen gibt es bei diesem Plugin jetzt nicht, das ist auch richtig gut, aber es ist sehr nützlich für Admins und sonstiges. Zunächst beginnen wir einfach erstmal mit der Seite hier. Es gibt nur zwei Befehle, Spictate und den Playernamen und Spictate Off. So, das ist eigentlich zu merken, das zeige ich euch noch im Ingame, wie das funktioniert. Eigentlich wollte ich heute noch die Permissions zeigen, also Ops haben diese Permissions automatisch. Ansonsten müsst ihr den Leuten, die das benutzen dürfen, diesen Spectate.use geben als Permission. Und die, wo nicht beobachtet werden können sollen, zum Beispiel den Admins oder Moderatoren oder Owner, gebt ihr einfach Spectate.can't Spectate und die werden dann nicht mehr, können nicht beobachtet werden. Das ist eigentlich auch sehr nützlich, wenn man einzelne User mit diesem Recht versehen will. Gruppen eher nett, aber einzelne User. So, jetzt gehen wir ins Ingame und schauen uns das Ganze nochmal an. So, ich hoffe, ich kriege den Ventilator nachher noch raus oder man hört ihn nicht so laut. Falls doch, muss ich mal gucken, ob ich das nochmal aufnehme, aber ich glaube nicht. Ich denke, es geht schon. So, wir loggen uns ein auf den Servern. Erstmal. So, jetzt sind wir eingeloggt. Jetzt wollte ich euch zeigen, wie Spectate geht. Wir beobachten einfach den Spieler Arachno. Spectate Arachno. So, und ihr seht, es geht sogar weltübergreifend. Obwohl er in World 2 ist, bin ich jetzt in World 2 eingerinnt. Jetzt kann ich hier zugucken, wie der Spieler ja, abbaut. Es sieht jetzt etwas sehr gehackt aus, also gecheatet aus, aber man sieht halt in Minecraft bei anderen Spielern nicht, wie die abbauen. Aber ihr seht daran unten, jetzt kann ich es halt zeigen mit der Maus. Wenn ihr unten im Inventar seht, seht ihr ja die Spitzhacke, die wird ja, geht immer mehr weiter kaputt. Und daran seht ihr, dass, ja auch, dass die Spitzhacke verwendet wird. So, mit T Inventar, nee, E. Mit E-Inventar könnt ihr jetzt auch das Inventar beobachten. Ihr seht auch die Rüstung, die er hat Diamantrüstung. Das heißt teilweise also gecheatet. Dann hat er ja, viel Stahl. Gut, und ihr seht auch, dass er Hunger hat, also nichts zu essen hat und wie viel Leben jemand hat. Also man kann komplett einen Spieler überwachen. Mit Spectator Off. Nee, okay. Also wenn einer jetzt auslocken würde, würdet ihr normal wieder in euren eigenen Körper sozusagen reinkommen. Na. Spectate off. Oh. Ach ja, in Welt 2 habe ich diese Permissions nicht. Sowas. Natürlich gelten dann anscheinend die Permissions von der Welt, wo der User drauf ist. Das ist natürlich etwas blöd. Das Beste ist dann, ja, wir wechseln einfach mal. Mal gucken, ob das andere spawnt. Ne, wir gehen einfach mal raus und wieder rein. So, das hat geklappt. Ja, also ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht in einer Welt geratet, wo die Permissions weg sind. Oder wo ihr keine Rechte habt. Also, deswegen mache ich jetzt mal Op Fidikado. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal Justin Cody an. Was wollte ich schreiben? Ja, Spectate. Justin Cody. Und wir wechseln die Welt und können wieder sehen, was der Kerl macht. Er schaut sich gar nicht, man sieht gar nichts. Gut. Offenbar ist da ein Fehler in der Weltaufbauung. Ah ja, jetzt sehen wir wieder was. Hat etwas gedauert, bis sich die Welt aufgebaut hat. Gut, und jetzt seht ihr halt, was der Spieler macht und so, wie er abbaut, etc. Wir sehen auch, können auch, wir auch wieder gecheatete Rüstung. Und wir gucken in den Inventar. Ja, gut. Das war es eigentlich schon mit dem Plugin Spectate. Wir können uns noch ganz kurz die Konfiguration ansehen. Wir wechseln also nochmal in FileZilla. Ah,
Achso, wir machen nochmal Spectate auf, damit ihr seht, dass auch geht. So, Spectate off, so. So, und dann landet man wieder im alten Körper sozusagen. Gut, jetzt schauen wir uns mal die, die Konfiguration an. So, wir gehen jetzt in den Ordner Spectate, hier ist er. Hier ist die Konfiguration. Soweit ich mich erinnern kann, war da nicht viel einzustellen. Na, das dauert ein bisschen. Ja, jede Menge einzustellen. Also es gibt nur hier, ob die Can Spectate Permission Enabled sein soll. Also diese, die ist ja bei mir on, an. Also ich weiß nicht, was man jetzt genau da umstellen sollte. Lassen wir es einfach auf Fails. Da braucht ihr auch nichts machen. Okay, das war's mit dem Plugin. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Wenn ihr Fragen habt, ins Kommentar reinschreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat oder weitergebracht hat oder auch funktioniert bei euch, könnt ihr gerne auch ins Kommentar schreiben. Hauptsache, ich krieg ein bisschen Feedback. Alles klar, macht's gut, viel Spaß, tschüss.